Die Fee-Harfe ist eigentlich eine Tischharfe, ein Instrument, das vor circa 30 Jahren von Herrn Hermann Fee entwickelt wurde. Er hat einen behinderten Sohn und hat versucht, ein Instrument so einfach zu gestalten, dass sein Sohn, der die herkömmliche Notenschrift nicht lernen konnte, auch das Instrument spielen kann. Man spielt die Fee-Harfe, indem man ein Notenverlaufsblatt unter die Saiten legt und dann der Notenlinie folgt. Somit ist es sehr niederschwellig, die Fee-Harfe zu lernen und auch möglich für Menschen, die noch keine musikalischen Vorkenntnisse mitbringen. Ich erlebe das in Schnupperkursen, das sind Tageskurse für Anfänger, in denen die Teilnehmer das erste Mal die Fee-Harfe sehen und das erste Mal auf der Fee-Harfe spielen und dann ganz erstaunt sind, dass wir im Verlauf des Tages schon mehrstimmig miteinander musizieren können. Es gibt Lieder, die für die Fee-Harfe umgeschrieben wurden, Choräle, Weihnachtslieder, Kinderlieder, Volkslieder, neuere geistliche Lieder, Gospel, aber auch andere Musikstücke von Bach, von Mozart, von Beethoven, von Vivaldi wurden für die Fee-Harfe übertragen, bis dahin, dass auch zunehmend eigene Musikstücke für die Fee-Harfe komponiert und geschrieben werden. Das Schöne daran ist, dass man das sowohl in einer kleinen Gruppe von 2, 3 Personen, aber auch in einer Spielgruppe von 10, 12 oder bis zu 30, 50 oder noch mehr Fee-Harfenspielern tun kann. Sie können dann auch leicht schon kleine Vorspiele planen, sei es bei irgendwelchen Seniorentreffen oder bei Frauengruppen oder in Gottesdiensten. Und dadurch wird die Fee-Harfe ein Instrument, das Menschen in Bewegung setzt, miteinander zu musizieren, für andere zu musizieren und dadurch neben der Musik und den Liedern auch geistliche Inhalte weiterzutragen. Die Kombination, dass in den Fee-Harfen-Gruppen wir auch gemeinsam eine Andacht halten, miteinander beten oder zum Beispiel an Wochenendkursen auch die geistliche Gemeinschaft miteinander pflegen, ist eine ganz besondere Chance, Menschen mit der Musik und mit der geistlichen Botschaft zu erreichen. Das Schöne an der Fee-Harfe ist, dass sie auch ein generationsübergreifendes Instrument ist. Viele Spieler berichten, dass ihre Enkelkinder mit ihnen zusammen auf der Fee-Harfe musizieren. Außerdem ist die Fee-Harfe auch ein Instrument, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen leicht zusammenspielen können. Das ist vielleicht auch das Besondere, was mit der Fee-Harfe möglich ist, wie, denke ich, mit keinem anderen Instrument. Und von daher ist es schön, dass in unseren Fee-Harfen-Ensembles auch Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich mit dabei sein können. In dieser Hinsicht ist die Fee-Harfe wirklich ein sehr universelles Instrument, also generationsübergreifend, hinsichtlich der Literatur sehr breit und übergreifend, aber auch dahingehend, dass ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen miteinander musizieren können. Und ein letzter Aspekt, dass es natürlich auch ganz besonders schön klingt, wenn man die Fee-Harfe mit anderen Instrumenten kombiniert. Mit der Flöte, mit der Geige, mit der Cajon. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.